Die Polizei in Japan hat diesen Mann wegen versuchten Mordes festgenommen. Er hatte während der Fahrt in einem Shinkansen-Hochgeschwindigkeitszug wahllos auf mehrere Passagiere eingestochen. Ein 30-jähriger Mann starb, zwei Frauen wurden verletzt. An Bord des Zuges, an dem sich rund 880 Menschen befanden, brach Panik aus. Ein Passagier zog die Notbremse, woraufhin der Zug unweit des nächsten Bahnhofs anhielt. Der Angreifer konnte gefasst werden. Der 22-jährige Verdächtige sagte aus, dass er frustriert gewesen sei. Die Opfer hätte er zufällig ausgesucht. Der Zug war auf dem Weg von Yokohama nach Osaka.